Was geht ab, Leute? Ihr seht, ich habe noch ganz verschlafene Augen. Wir sind gerade aufgestanden, wir haben, ich glaube, 10 Uhr morgens oder sowas. Draußen, das Wetter ist einfach nur der Wahnsinn, ich weiß gar nicht, was. Also es ist glühend warm draußen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt gleich in den Gym. Und bevor wir in den Gym gehen, dachte ich mir, weil wir gestern beim Mexikaner Dickfett gegessen haben, war so viel Käse dabei, dass wir heute erstmal, oder beziehungsweise ich, erstmal ein Obstfrühstück mache. Ich werde jetzt nicht alles essen, was ihr hier seht. Ich werde, sage ich mal, ein Stück vom Apfel, ein Stück von dem Apfel, eine halbe Kiwi und eine halbe Banane essen. Ganz viel Wasser trinken ist ganz wichtig und dann geht's ins Fitnessstudio. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die anderen vorhaben. Die sind alle noch am Schlafen. Die Faultiere. Aber ich meine, wir sind ja im Urlaub. Man muss es denen ja auch mal gönnen. Ich habe noch diesen Schlafrhythmus von Deutschland drin. Oh mein Gott, wie die hier hupen. Ich habe ja diesen Schlafrhythmus von Deutschland drin. Deswegen bin ich jetzt hier wieder so früh wach. Ah ja, das vergeht bestimmt auch. Von außen aussieht. Wenn ich ihn jetzt so zusammenlege, ein wunderschöner Apfel. Dann schneide ich ihn jetzt gerade auf. Sieht er von innen einfach schon richtig verrottet aus. Jetzt sind wir auf dem Weg ins Fitnessstudio. Schön, es knallt die Sonne. Wir haben ungefähr 31 Grad. Hier ist noch mein Freund Robert aus Frankreich. Was ist mit mir? Die Haare sind Katastrophe, ne? Hier lang. Da lang. Hier seht ihr mal die Kathedrale. Zack, volles Programm. Und es ist hier mein Freund Robert aus Frankreich. Just say something to the France people. I come from France. Everybody, we are going to sport. And France is saying good hello to Germany. Yeah! So sieht's aus. Ich will ja noch ein bisschen was von der Stadt zeigen. Ich habe ja gar keine Ahnung, wo wir hier gerade sind, aber guckt euch an. Wir sind hier gerade in der Zentrale von Valencia. Jawohl, aber richtig zentral Valencia. Das ist die Kathedrale. Das ist die Kathedrale. This is our boy from Lyon. Willkommen in Francie. Nein, wir sind in Valencia. In Valencia, Mann. Ich war gerade beim Friseur, guck mal meine Haare. Sehr schön, oder? Hat richtiger Kanacke, stimmt. Ja, Mann, ich habe einfach mal ein bisschen kurz gemacht, meine Haare. Sieht gut aus, oder? Sieht gut aus? Ja, klar. Und wisst ihr, was noch geil ist? Partymeile, wohlgemerkt. Nee, Spaß, keine Ahnung. Einkaufspassage. So, der Franzose muss Geld abheben. 15 Euro auf dem Konto, dann hebt er davon 5 ab. Das reicht dann für den ganzen Tag. Seine 15 Euro reichen für den ganzen Tag. Guck mal, also, wow, ich mach diese. Also. Robert, how much money you need? I need 10 Euros. What? 10 Euros? 10 Euros? For all day long. Huh? For all day long. I know, 10 euros. Not all day long. Oh, euros. We go party with 10 euros, we go eating, for gym, you, we need everything. 100 euros. Okay, just your PIN number, code number. Putain, this is concerned. Don't, it don't work? No, no money, no 10 euros. No, just for the gym. Okay. Oh, we have money for the gym. Gerade am Warm machen für die Brust. Schön die 22er. Nur zum Warmmachen. Das sieht immer noch gut aus. Ja, Mann, das ist das Beste. Läuft, Bruder. Mit 28 Kilo macht er es gerade. Schön langsam runter. Ja. Und explosiv hoch. So, endlich fertig mit dem Workout. Ich weiß gar nicht, wie lange wir trainiert haben. 1,5 Stunden oder sowas. Wir haben auf jeden Fall richtig viel gemacht.
Wir haben aber auch übertrieben Motivation gehabt, deswegen haben wir diese Situation einfach ausgenutzt. Haben vorher auch einen Trainingsbooster getrunken. Ich glaube, das war der Trainingsbooster C4. An dieser Stelle auch schönen Gruß an Darius. Dankeschön übrigens für den Booster. Hat auf jeden Fall viel geholfen. Gefrühstückt haben wir jeweils. Ich einen halben Apfel, mein Kollege einen halben Apfel, halbe Banane. Viel Wasser vorher getrunken und danach halt den Booster rein. Und bei der Hitze ging es eigentlich ziemlich gut. Was haben wir gemacht? Brusttraining, also Brusttraining, also Bankdrücken, dann Bankdrücken mit Freihanteln, Trizeps-Training, Dips, was haben wir noch gemacht? Schultern, Bizeps und Nacken. Aber wir haben uns halt für jede Übung auch richtig Zeit genommen. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Und anstrengend war es eigentlich gar nicht mehr so. Also wir sind jetzt hier rausgekommen, wir haben bestimmt 34, 35 Grad. Dadurch, dass das Fitnessstudio klimatisiert war, fühlen wir uns eigentlich noch ganz, ganz gut eigentlich. Auf jeden Fall geht es erstmal schön, dick was essen. Das lasse ich mir auf jeden Fall erstmal schmecken. Und danach ab zum Strand. Oh mein Gott, wir haben 36 Grad. Bleibt sportlich aktiv, Leute. Und bis dann.